Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Jan bei JanNoTV. Wie ihr wisst, habe ich mich lange nicht mehr gemeldet. Ich habe lange kein Video mehr bekommen. Heute kommen wir zu Gewitter im Kopf, Leben und Tourette. Das war mit dem Jan hier. Und ja, um das mich beschäftigt, was eigentlich so sein Ziel ist. Also das ganz Wichtigste ist, Leute, geht humorvoll mit ihm um, also mit seiner Art, nimmt das alles mit Humor. Und ja, sagen wir, gehen wir mal in das letzte Video, ist das Special 9 Teil. Wenn wir ein Leben mit Tourette machen, ich glaube, wir nehmen mal das 1 und 2 habe ich schon angeguckt. Das habe ich glaube ich auch schon angeguckt. Dann machen wir mal das Osterspecial. Schauen wir uns das mal zusammen. Du hast keine Zeit, deine Website zu bauen? Dann klick jetzt nicht weg! Wir sind Jim und du zusammen. Wir malen Tims Ostereier an. Pommes! Befinden uns jetzt gleich auf dem Weg. Ich mag den Typ, der ist viel zu sympathisch. Ich feiere das richtig, was er hier macht. Alter, und ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Weg zum Einkaufen, um ein paar Ostereier, also sprich normale Moin, Eier zu besorgen, die wir danach zu Ostereiern färben werden. Ja. Und hoffentlich. Ich muss sagen, das ist schon über 10 Jahre her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Und ohne Tourette. Bombe! Ich reagte auf Dings Spiel alleine. Ich steig da mal aus. Und genau, das war damals wesentlich schwächer als heute. Und dann gucken wir mal, was die Gisela mit den Eiern so veranstalten. Mal gucken, wie viele Eier wirklich angemalt werden. Sagen wir, wir setzen die Messlatte mal besser nicht zu hoch. Bombe! Ficken! Wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich, wenn wir die Eier gekauft haben. Genau. Das ist der Tim, der kann nix. Pommes! Die hatten Braten in der Röhre. Hey. Da war gerade eine schwangere Frau zu sehen. Deshalb kam dieser Tick hervor. Hey. Nicht aussteigen. Das kann ich eh nicht. Ist ja alles zugemacht. Hey. Gisela versucht es trotzdem immer wieder. Ich verstehe, der macht immer diese Blicke. Ich weiß. Manchmal finde ich das viel lustiger, diese ganzen Sprüche, diese Blicke. So. Hey, Tim, du bist hässlich. Hey. Ich klau gerade Sachen. Mörder. Geschrien im Laden. Ich klau gerade Sachen. Was ein Ehrenmann. Hey, komm. Alter Leute, stellt euch mal vor, er läuft hier gerade durch und jetzt nehmen wir mal an, das sind ja Glasflaschen. Was ist, wenn er einen Tick bekommt und auf einmal den Schrank umschmeißt oder so eine Glasflasche? Denkt ihr, er müsste dafür bezahlen? Schreibt es mal in die Kommentare. Technologie sollte unser Werbung. Leben besser machen. Man kennt sie. Fliegende Kartoffel. Überfall. Bombe. Ebola. Mal sagen, wie viel. Ja. Oh mein Gott, Leute, ich dachte gerade, er hat ein iPhone dort rausgenommen und so auf der Hand zerschlagen. Guck dich, das kommt einem schon so rüber, als hätte der gerade so ein Ei zerschlagen. Zieht euch mal das an. Das hört sich schon so. Guck jetzt, schaut jetzt. Ich dachte, er holt das frei raus. Alter. Also um die Oster. Die Oster, ja, fast wirklich müssen hier, Mann. Glaube ich, einen Korb nehmen soll, nicht, dass die gleich auf Dummi. Vielleicht schaffen wir es auch gar nicht zu mir. Ebola!
da, diese Blicke. Guck dir mal diesen Blick an. Solange die da drin sind, dann fliegen die auch nicht durch die Gegend. Hoffentlich. Und jetzt sind wir vom Einkaufen gerade zurückgekehrt. Und jetzt machen wir uns mal an die Eier ran. Ja. ja, und dann fangen wir mal an, die anzumalen. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ich glaube, da... Ficken! Ich mal Tims Eier an! Da war ich, glaube ich, noch... Mach bitte deine eigenen an. Da war es in jedem Mal. Okay, aber das filmen wir nicht, das machen wir gleich später. Okay. Überfall! Machen wir. Okay, wir haben hier diesen alten Wassermalkasten aus meiner Schulzeit rausgekramt. Der sieht doch dementsprechend schon aus. Da sieht wie dein Gesicht aus. Mach mal A! Ah. Oh, das ist voll heiß! Die sind doch voll heiß, die haben die gerade jetzt aus. Stell dich nicht so an, das ist wirklich schlimm. Genau, und während wir das machen, haben wir uns gedacht, dass wir einfach noch... Ich finde das richtig krass, wie er so... Wie soll ich das sagen? Der hat so eine Ausstrahlung, obwohl er Tourette hat, er findet... Das feiere ich sowas, wisst ihr? Er lässt sich nicht runterkriegen von seinem Tourette. Wisst ihr, sowas, was ich richtig feiere, weißt du? Er macht den anderen Leuten mit Tourette Hoffnung und so. Einfach so damit, so dass er... Er macht YouTube, er hat so viel erreicht in kurzer Zeit, das freut mich einfach richtig für den, weil ihr müsst denken, er hat Tourette, die Leute, er ist ja abgegrenzt, also er kann, hat er ja selber mal erzählt, mit Flugzeugen nicht, also in Flughäfen zuerst ankündigen, dass er kommt, die Leute gucken ihn immer dumm an draußen, was ist, wie, wenn er Polizei beleidigt oder irgendwie so, und das ist immer Probleme und Probleme, aber er lässt sich trotzdem nicht runterkriegen, hat in YouTube nach so einer kurzen Zeit so eine Plattform aufgebaut, so also so eine Masse an Abonnenten erreicht, 500.000 jetzt gleich, glaube ich. Können wir noch mal gucken. Ja, fast 500.000, nur... Ja, wie soll ich das sagen? Er hat sich halt angestrengt, er hat sich bemüht. Stellt mal vor, ihr seid im Supermarkt und vom Regal gegenüber so, hey, ich glaube gerade Sachen. Kauft dem Jungen endlich mal Pommes. Jede. Da der Eier ist, ich denke schon, deine Eier hat er längst gegessen. Die sind echt ein bisschen warm. Ein bisschen? Ich wette, die Wasserfarbe hält da gar nicht drauf. Ach, es geht jetzt aber, oder? Okay, probieren wir es aus. Wir hätten uns doch einfach so zwei Dinger mit, wir haben uns diese Teile mit Wasser voll gemacht. Wir hätten uns doch einfach zwei nehmen können. Früher in der Schule, Mann. Egal. Mach ich mal den ersten Schliff. Ja genau, wir haben uns gedacht, dass wir einfach noch ein paar Fragen beantworten. Ja, du Arsch! Die aber auch wirklich auch Fragen, welche wir nicht schon mal beantwortet haben, sondern welche, die... Also das kann man schon mal nicht mehr anmalen. Moment, also... Technologie sollte unser Leben besser machen. Video läuft eine Minute. Also das kann man schon mal beantwortet haben, sondern welche, die... Antworten, ja, du Arsch! Die aber auch wirklich auf Fragen, welche wir nicht schon mal beantwortet haben, sondern welche, die... Sein Gesicht. Guck dir mal sein Gesicht an. Aber auch wirklich auf Fragen, welche wir nicht schon mal beantwortet haben, sondern welche, die... Also das kann man schon mal nicht mehr anmalen. Moment, also... Das Video läuft eine Minute. Ja, nimm dir neues. Komm, Schätzelein. Geh doch an deine eigene. Ja, was? Okay, ich gehe an meine eigenen Eier. Ich habe blaue Eier. Was ich sagen wollte, dass wir auf das Video eingehen. Auf die Fragen eingehen, die schon öfter gestellt wurden und auch mehrere Likes erhalten haben. Doggy B gefällt das. Eine der Fragen war, genau, wie du mit dem Tourette eigentlich schlafen kannst. Ja, die Frage wurde mir... Arsch! Die Frage wurde mir ja schon häufig... Also die Frage. So, die Frage wurde. Gib mir mal dein Ei. Gib mir mal dein Ei. Tim, du war. So. Sag nicht, ich verunstalte das, du hast mein erstes Ei schon zerstört. Wir haben uns das ja gerecht aufgeteilt. Jeder kriegt 6 Stück. Meint es ja schon tot wegen dir. Ja, passiert. Also, die Frage, wie ich.
die Frage, wie ich mit Tourette schlafen gehe, wurde ja wurde ja recht häufig gestellt. Und zwar ist das Ding, ich kann damit recht gut schlafen, wenn ich müde bin oder irgendwie generell körperlich angestrengt bin, körperlich geschwächt bin, dann lassen die Ticks nach. Und wenn ich mich dann auch im Dunkeln einfach ins Bett lege und mich dann halt langsam zur Ruhe komme, dann lassen die Ticks auch nach und demnach kann ich auch ziemlich gut damit einschlafen. Bei mir kommt die Zahnfee nicht, ich hab sie umgebracht. Und die hätte sowieso Angst vor dir, ehrlich. Bei mir kommt die Zahnfee nicht, ich hab sie umgebracht. Ja. Ich würde niemals so in die Nähe von deinem Bett kommen. Naja, und das mit dem Schlafen funktioniert ganz gut. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hä? Juhu, ey, Arschloch. Hätte ich das gewusst, hätte ich einfach mein Pullover ausgezogen. Ich hab nur deine Hand erwischt. Ja, noch. Hand erwischt. Er hat einfach sein zweites Ei kaputt gehabt. Ja, noch! Warte, Leute, ich muss mal kurz die Reaktion gönnen. Und zwar von dem Tim hier. Sieht ja, noch! Aus, wenn er drauf guckt, jetzt sein Gesicht. Und er ist richtig lustig, freut sich voll. Nein! Du hast ihn umgebracht! Und du hast sogar ein Gesicht drauf gemalt. Ja, Leute, ich war gerade dabei, das muss ich jetzt in die Kamera halten. Ich war gerade dabei, ein schönes Gesicht zu malen. So. Weiß ich, ob man das erkennen kann. Nein, erkennt man nicht. Viel zu hell. Ah, egal, auf jeden Fall war dein Gesicht drauf. Jetzt habe ich schon wieder von vorne anfangen. Ja. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Ja. Arme Ei. Das ist schon das zweite. Da waren es nur noch vier. Wenn das so weitergeht, ist dieses Video auf jeden Fall schneller vorbei, als ich dachte. Pommes! Pommes. Ich das nicht mal rauf. So. Ich mal die einfach so an. Ich mal ein Hakenkreuz. Das ist ein Klebestift. So sieht das aus. Das auch mal ein. Vor allem dieser Smiley da drauf. Richtig geplättet. So sieht deins aus. Du gibst dir gar keine Mühe, du machst das einfach nur, oder? Ja. Wir waren ja eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Ja, also. Genau. Hä? Wurdest du schon von Gisela aufgeweckt? Es ist bis jetzt noch nicht häufig vorgekommen, genau gesagt, zweimal an Momente, an die ich mich erinnern kann, wo ich nachts wach geworden bin, weil Gisela Geräusche gemacht hat. Einmal hat sie gepfiffen, einmal hat sie Wichser gerufen. Und da war ich wach und das war halt auch in der Phase, wo das mit der Coppola lied. Leute, ganz kurz, ich bin noch nicht so auf diesem Stand, aber wer ist Gisela? Ist es sowas wie sein zweites Ich? Oder? Ich habe gar keine Ahnung, schreibt mal bitte unter die Kommentare. Genau, halt in der Zeit, wo ich halt diese Ticks bekommen habe, die sich in Schimpfwörtern äußern, das war ja die meiste Zeit meines Lebens absolut nicht der Fall. Und man muss sagen, dass die Ticks in der Phase generell am schlimmsten war und ich die dann in der Zeit sogar einmal, wie ich es gemerkt habe, im Schlaf hatte. Aber es kommt auch häufiger vor, dass zum Beispiel wenn Freunde bei mir übernachten oder ich mit anderen Leuten im gleichen Raum übernachte, dass sie dann sagen, dass ich im Schlaf keine Ticks habe. Beziehungsweise, dass sie es nicht hören oder auch nicht davon geweckt werden. Mörder! Geweckt werden. Ich glaube, wenn Gisela rumschreit, wird jeder wach. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, stell mal vor, du schläfst einfach und auf einmal schreist du so richtig laut. Ich wecke Leute in der Anästhesie auf. Ja, da könnte ich... Ja, siehst du, da hätte ich ja schon mal eine gute Idee, du. Ja. Mörder! Ich weiß gar nicht, was ich hier male. Zeig mir dein Osterei! Wird das jetzt ein Wett... Warum nimmst du nicht deine? Ach so. Wird das jetzt ein Wett drin? Nee, Junge, da sind genug für alle da. Okay, wir teilen uns das einfach auf. Scheiß drauf. Versuchst du es gerade zu unterdrücken? Ja, ich versuche die ganze Zeit das zu unterdrücken, aber es funktioniert nicht so richtig. So, er musste schon dran glauben, das tut mir sogar richtig leid darum. Voll die Lebensmittelverschwendung. Ja. Ich wette, irgendjemand beschwert sich jetzt in den Kommentaren darüber. Ja, also die Eier, die sind ja nicht jetzt nicht mehr ungenießbar, die Schale wird dann weggemacht. Und dann essen wir die natürlich noch. Ja, also hier wird nichts ficken, hier wird nichts weggeschmissen. Oder der Henry kriegt die, der freut sich. Er essen. Ich denke schon, ja. Deine Eier hat er längst gegessen. Obwohl, ich glaube nicht. Darf der Eier essen? Deswegen haben die vorhin in die Kommentare geschrieben. Ich denke schon, ja. Deine Eier hat er längst gegessen. Obwohl, ich glaube nicht.
Ja, wir essen die. Nee, genau, wir essen die. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht, was ich hier male. Das passt. Ein fermentiertes Ei. Ha, du Wichser. Ha. Dann haben sie Hui. Hey, ich bin billig. Ich kann gar nicht zu sprechen. Mensch. Dann haben noch voll viele Leute gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Also jetzt nicht die Kurzversion, die du in dem zweiten Frage-Antwort-Video gebracht hast. Ich hatte noch eine Frage, die offen ist. Und zwar wurde die mehrmals gestellt. Und zwar interessiert die Leute es auch, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich würde schon sagen, dass... Tinder. Fast. Ich würde schon sagen, dass die Frage eigentlich schon alleine die zu beantworten würde schon so lange dauern, dass ich das Video sprengen würde. Ja, so genau gesagt, vor 10 Jahren in der 5. Klasse. Muss groß, Digga. Ey. Das war schon mit dem Video, oder was? Also Leute, das ist... So, also Leute, das war's mit dem Video. Hier, Leben mit Tourette. Ui, wollte schon das mal kennen, aber okay. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch für den zweiten Teil. Dann reagieren wir auch nochmal auf den zweiten Teil. Und ja Leute, wäre echt geil, wenn ihr ihm folgen würdet und ihn unterstützen würdet. Ich finde es ein ganz sympathischer Kerl. Gibt es auch viel zum Lachen, Leute. Aber nehmt es alles mit Humor. Nicht auslachen, sondern nur mitlachen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.